Bei diesem Goldschatz hofft der Händler David Suppes auf ein gutes Geschäft. Wenn was aus Gold reinkommt oder ein schönes Schmuckstück, bin ich erstmal grundsätzlich interessiert. Ist dann natürlich immer eine Frage des Preises am Ende. Ne? Das ist ein Erbstück von meiner Oma, was mein Bruder meiner Frau damals zur Hochzeit geschenkt hat. Wenn ich das richtig erkennen kann, ist das Gold. Das ist nie verkehrt. Gold läuft immer ganz gut. Ich vermute mal, es handelt sich hier um ein Armband aus den 50er und 60er Jahren. Ein Scharnierarmband. Und zwar ist hier jedes einzelne Glied mit Scharnierstiften verbunden. Dadurch ist es eigentlich recht solide. Es sind sogenannte Zickzackmuster, Fischgrätmuster oder Chevronmuster auch genannt. Überhaupt Fischgrätmuster, das ist so etwas Gediegenes, Solides aus dieser Zeit gewesen. Warme Wintermäntel, das assoziierte man mit zeitlos. Das wird heute eigentlich nicht mehr so hergestellt als Muster, ne? Deswegen, also die Anzahl der vorhandenen Bänder mit diesem Muster ist schon irgendwie begrenzt. Viel geht kaputt, viel wird eingeschmolzen. Und deswegen, das ist schon auf jeden Fall was, was nicht mehr jeden Tag so bei uns reinkommt, was auf dem Markt verfügbar ist. Was man dem Armband allerdings auch ansieht, ist, dass es sehr geliebt wurde, oft getragen wurde und entsprechend trägt sich ein solches Armband halt auch ab. Und das merkt man doch deutlich an diesen Lücken. Nach aktuellem Goldpreis ist dieses Armband mit 980 Euro zu taxieren. Das ist doch toll. Moment, das ist ja noch nicht der Preis. Das ist ja reine Goldwert. Wir haben ja immer noch ein Armband. Aber der wäre ja schon toll. Der ist toll, ja. Aber ich denke, dass dieses Armband tatsächlich nur noch den Goldwert hat und nicht einen Schmuckwert hat. Schade. Weil es wirklich auch etwas abgetragen ist. Also ca. 1000 Euro, würde ich sagen. Ach, super. Ja, wenn ihr glücklich seid. Ah, ja. Da sind wir super happy. Das ist ein Erbstück meiner Oma. Aber wir brauchen es nicht oder wir tragen es nicht, wir hängen nicht dran. Also wir haben es mal ausgerechnet, wir liegen so bei 950 Euro Goldwert ungefähr. Und deswegen starte ich mit 1000 Euro. Ich bin bei 1100 mit dabei. Ich sag 1120. 1130. 1135. 1180. Müsste jetzt kommen. Dann kriegst du sie, 1180. Jetzt kommen wir schon in Bereiche, wo es spannend wird. Wir haben alle unsere Bereiche, unsere Kategorien und bei Schmuck und bei Gold, da überschneidet sich's halt bei überdurchschnittlich vielen Händlern, ja. Also wenn Elke dabei ist und auch Julian zum Beispiel, dann gehen die Preise halt manchmal wirklich bis ans verträgliche Limit. 1200. Wären Sie einverstanden mit 1200 von David? Was sagst du? Ja. Na also, ja. Dann. Als ich den Zuschlag bekommen habe, habe ich mich natürlich erstmal gefreut. Klar, ich freue mich immer, wenn ich schöne Schätze aus Gold kaufen darf. Solider Preis, da kann ich vielleicht noch 100-200 Euro Profit mitmachen. Doch nicht alles, was Gold ist, glänzt. Zumindest nicht mit Qualität. Dann ist mir eben aufgefallen, dass die Glieder von dem Armband etwas zu locker waren, etwas zu weit auseinander. Dann hatte ich eigentlich so ein Oh-Effekt. Weil dann habe ich mir gedacht, das kriegst du so in diesem Zustand nicht mehr weiterverkauft. Für den Preis war das Armband eine Art wirtschaftlicher Totalschaden. Wie halte ich jetzt den entstandenen Schaden minimal? Und was ich dann gerne mache mit Schmuck, ist, ich schmelze ihn ein und lasse mir daraus einen Barren herstellen. Zusammen mit anderem gesammelten Altgold geht es für das Armband auf eine besondere Mission nach Wimsheim in Baden-Württemberg. Mein Name ist Birgitta Hafner und ich bin Geschäftsführerin der Gold- und Silberscheideanstalt. Hier soll das Gold der Schmuckstücke von anderen Edelmetallen getrennt werden. Schmuck aus purem Gold wird nicht hergestellt, da er zu zerbrechlich wäre. Eine Scheideanstalt trennt, recycelt edelmetallhaltige Abfälle. Man hat verschiedene Schmuckstücke, die Gold, Silber, Kupfer, Platin, Palladium, Messing, alle möglichen Metalle enthalten können. Bei über 1200 Grad wird eingeschmolzen. Manchmal tut es natürlich weh, da sind nämlich richtig schöne Schmuckstücke dabei und wer weiß, was für Geschichten dahinter hängen. Aber
Ich sehe es auch so, dass es einfach auch gut ist, dass der Edelmetall oder das Gold auch immer im Kreislauf funktioniert. Zudem stößt Altgold-Recycling viel weniger CO2 aus als die Neugewinnung. Das goldene Armband ist jetzt hier in diesen Barren mit eingeschmolzen. Nun beginnt der eigentliche Prozess, indem wir nun diese Bestandteile in diesen Barren voneinander trennen und vor allen Dingen hier die Feinmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium rausbekommen. Denn das sind die wertvollen Metalle in diesem Barren drin. Der Barren wird angebohrt, um die Späne auf die genaue Materialzusammensetzung hin analysieren zu können. So erhält David später den genauen Gegenwert, den er in Altgold angeliefert hat. Nun kommt der Barren mit seinesgleichen wieder in den Ofen und wird erneut eingeschmolzen. Das flüssige Gold dieser Charge wird nun ausgegossen in einen großen Behälter Wasser, wo es dann erstarrt. Und dadurch bei der Erstarrung entstehen sogenannte Flakes. Die spezielle Form haben sie, diese große Oberfläche, weil sie dadurch dann leichter und schneller aufgelöst werden können, weil die Säure mehr Platz hat zum Auflösen. Die Goldflakes werden nun in Reaktoren gefüllt. Darin befindet sich das sogenannte Königswasser, eine Mischung aus Salz und Salpetersäure. Hier werden die Edelmetalle chemisch voneinander getrennt. Feingold in seiner höchsten Reinheit von 99,9%, der teuerste Sandkasten der Welt. Auch das Feingold wird nun wieder eingeschmolzen. Und das flüssige Gold wird dann mit Druck durch die Düse gepresst in den Wasserbehälter und wird dort abgeschreckt. Man kann sich vorstellen, das ist ähnlich wie bei einer Spätzlepresse, nur dass keine fertigen Spätzle unten rauskommen, sondern wunderschöne Feingoldgranalien. Erst das geringe Gewicht jeder einzelnen Granalie macht ein genaues Abwiegen des Goldes möglich. Die Granalien werden zuerst in eine Kokille befüllt, in unserem Fall 50 Gramm. Dann wird die Kokille weiter transportiert, kommt in eine Schmelzzone. Dort werden diese Granalien geschmolzen und das flüssige Gold formt sich dann der Kokille an. Dann geht es weiter in die Abkühlzone. Hier wird die Kokille abgekühlt, das Gold erstarrt und dann wird automatisch der fertige Barrenrohling aus der Kokille entnommen. Und dann geht es weiter zu dem Strahlgerät. Man muss es einfach so sehen, dass dieser Barrenrohling einfach jetzt die Kosmetik bekommt und daher eine schöne Oberfläche bekommt, indem er sandgestrahlt oder gestrahlt wird. Das Logo hier drauf zeigt, dass er aus unserem Hause kommt und dass er weltweit gehandelt werden kann. Viele Arbeitsschritte später hält David seinen zertifizierten Barren in den Händen. Der Wert des Barrens hat sich ja nicht verändert im Vergleich zu dem Wert des Armbandes. Es ist ja einfach der Materialwert. Nur jetzt ist er in einer verkaufsfähigen Form. Und jetzt kann ich ihn eben auch an Leute verkaufen, die sich halt ausschließlich für Anlagegold interessieren. Aus einigen nicht mehr tragbaren Schmuckstücken wurde eine wertvolle Kapitalanlage. Das Armband macht hier etwa ein Drittel des Goldbarrens aus. Der Barren hat ja jetzt 50 Gramm Feingold. 50 Gramm Feingold sind mit dem heutigen Tagespreis circa 2.550 Euro. Man bekommt auf Barren einen kleinen Aufschlag. Ich werde den wahrscheinlich zwischen 2.600 und 2.650 Euro weiterverkaufen.
You're unbelievable. Echte Goldstücke sind übrigens auch meine Händlerkollegen. Und wenn ihr mehr Videos von denen sehen wollt, die gibt's genau hier.